Lieben, ich grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt, heute mit dem Thema in dieser Welt. In Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 12 heißt es, nach der Wegführung nach Babylon, aber zeugte Joachim Shealtiel und Shealtiel zeugte aber Zerubabel. Er lebte nun also, dieser Sohn Zerubabel, in der Gefangenschaft in Babel, in Exil, und sicherlich hat er Dinge mitbekommen seiner Kindheit und auch von den Geschichten und den Dingen, die weitergesagt wurden, wie es eben war in der Heimat und wie das durch den Abfall des Gericht Gottes kam und so weiter. Interessant ist dann, wie der Glaube sich an Gott sogar in der Gefangenschaft in Babel im Exil halten konnte im Volk. Das Neue Testament sagt uns, als Kinder Gottes sind wir in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Was heißt das? Das bedeutet nicht, dass wir komisch, abgesondert, so im Widerstand irgendwie in dieser Welt leben sollen. Nein, erlebte, und das ist auch für uns Christen ganz, ganz entscheidend, so wie es der Prophet gesagt hat, nämlich baut Häuser, tut Gutes, betet für die Leute. Wir sollen unsere Häuser bestellen, wir sollen arbeiten geben, fleißig sein. Daniel ist auch so ein Beispiel. Er machte ähnlich wie auch Zerubabel Karriere da und wurde Fürst, sehr hohe Position, und Zerubabel auch. Er wird dann genannt Fürst Judas. Und aus dem Erlass des Chores dann geht hervor, dass er beauftragt wird, zurück in die Heimat zu gehen und dort die Angelegenheiten in der Heimat im Namen und Auftrag des Königs zu klären. Er bekommt dann die 5400 goldenen und silbernen Tempelgeräte mit und geht dann ins zerstörte Jerusalem, organisiert dann dort, was es zum teilweisen Aufbau gibt und so weiter. Er baut dort einen Altar und opfert Gott. Und im zweiten Jahr dann fängt er an, den Tempel wieder aufzubauen. Nun, was heißt das für uns? Für uns ist es wichtig, dass wir wissen, wir leben in dieser Welt. Aber wir tragen etwas in unseren Herzen, was nicht von dieser Welt ist, sondern was hineingekommen ist durch Jesus Christus, lebendiger Glaube. Und er macht dann keinen Druck oder Stress oder gar Widerstand. Nein, Zerubabel lebt und tut sein Bestes da, wo er ist. Und genau das sollen wir. Die Bibel sagt, Jesus sagt, dass wir an den guten Werken erkannt werden sollen, dass wir Gutes tun sollen, dass unser Licht leuchten soll. Natürlich reden wir von dem, was in unserem Herzen ist, und wir verkünden das Evangelium. Aber, so wie die Bibel auch sagt, ein Wort ohne Tat, das ist leer, da ist keine Substanz, kein Glaube. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir von Liebe reden, dass wir auch Liebe weitergeben. Wenn wir von Vergebung reden, dass wir auch Vergebung leben. Wenn wir davon reden, wie Gott Gutes tut, dann sollten wir auch Gutes tun und so weiter. Er lebt nun und tut sein Bestes, Zerubabel, und das wird erkannt vom König. Und Gott beruft ihn, anders als gedacht, dass er dann anfängt, das Haus Gottes zu bauen. Auch wir leben in dieser Welt und auch wir sollen in seinem Reich, nämlich in diesem Reich Jesu, bauen und leben und da Dinge hineinbringen, ohne Stress, ohne Druck, freiwillig in einer Hingabe, nicht indem wir dann ein christliches Reich bauen oder in dieser Form irgendwie versuchen, politisch großartig Einfluss zu haben. Nein, das dürfen wir in Gottes Hand legen. Natürlich ist vielleicht der eine oder andere dahin berufen, aber Jesus sagt einmal sehr deutlich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, Jesus, nicht das Interesse, dass wir jetzt ein christliches Königreich bauen in dieser Form. Nein, das hat er selber nicht getan. Sein Reich ist in den Herzen. Es übersteigt die Grenzen von Menschen in dieser Form, was Nationalitäten, was Abgrenzung, was Bildungsstand oder sonst irgendetwas betrifft. Das war ja schon damals in der ersten Gemeinde so, dass man feststellte, man hat ja gar nicht mehr unterschieden zwischen Römern und Griechen und Juden, selbst zwischen Sklaven und Freien. Alle sind eins, sagt die Bibel. Und das ist eine gute Botschaft, auch in unseren heutigen Tagen, wo immer wieder dann Tendenzen natürlich durchkommen, die abgrenzen wollen, die Menschen herausnehmen wollen. Das ist eine wunderbare Botschaft im Evangelium, dass wir vor Gott gleich sind und er uns liebt. Und so dürfen wir darin mitbauen und das Vorleben und das Leben in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, in Kollegen, wo auch immer wir arbeiten, bis natürlich hinein in die Gemeinde. Und das lasst uns doch tun. Zerubabel ist ein schönes Beispiel, wie er sich hat gebrauchen lassen in dem, was in seinem Herzen war, und dann auch gelebt zur Ehre Gottes, dass er verherrlicht wird in und durch
sein Leben. Das lasst uns doch tun und Gott segne euch dabei. Wir sehen uns morgen gerne wieder.